anfangen? Mhm. Ja? Ja, ja. Was ist denn das nächste Wort? Das nächste Wort ist Autoscooter. Ja, Autoscooter ist super. Es ist so dieser Ort, an dem halt Menschen zusammenkommen, um sich zu rammen. Also damit meine ich halt aber auch aufeinander zu treffen. Das ist, dieses Rammen ist ja so eine schöne Art Metapher für sich kennenlernen. Aber es ist ja nur so ein kurzes Kennenlernen. Eigentlich lernt man sich beim Autoscooter nicht wirklich kennen, wenn überhaupt in den Pausen. Aber ich glaube, da gehöre ich nicht zum Publikum. Fahren wäre auch nicht schlecht. Ne? Fährst du eigentlich viel Fahrrad? Geht so, ab und zu. Ja. Früher bin ich viel Fahrrad gefahren. Ja? Ja. Hat Spaß gemacht. Da bin ich den Frauen hinterher gefahren. Und jetzt? Ja, jetzt humplig hinterher. Hast du Oma auch auf dem Fahrrad kennengelernt? Nein? Hast du Oma auf dem Fahrrad kennengelernt? Nein, nicht auf dem Fahrrad. War das deine erste große Liebe? Naja, die erste große Liebe, wenn man, sagen wir mal, so in deinem Alter ist, da denkt man immer, das ist die erste und einzige Liebe. Das ist ja bei allen so. Wie alt warst du bei deiner ersten? Na, so 16, 17 ungefähr. Und du? Bist du ja nun auch so weit, ne? Kommt noch, ich lass mir Zeit. Lässt dir Zeit? Naja, vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich bin jetzt 21 und... Ja, hab gerade mein Abi hinter mir. Na gut, also seit 2 Jahren. Und bewerb mich gerade so, naja, zum Studieren. Was möchtest du studieren? Geschichte vielleicht, vielleicht auch nicht. Eigentlich bewerbe ich mich gar nicht. Also ich denke darüber nach, mich zu bewerben, aber ich habe jetzt schon länger nichts dafür getan. Ja. Meine Wünsche. Na, Fahrrad habe ich schon. PlayStation kaufe ich mir bald. Eine Freundin hätte ich gern. Horch auf den Klang der Zither. Ach, öffne dein Gitter. Das ist peinlich, hör auf. Das ist doch nicht peinlich. Und lindre meine Pein und lass mich selig sein. Applaus? Okay. So was Ähnliches. Da musste keine Hemmung haben, genau wie mit dem Kuss. Mann an die Buletten. Das ist doch total peinlich. Das ist doch nicht peinlich. Das ist
Klassik, mein Junge. Klassik. Mozart. Don Giovanni. Die Kanzonette des Don Giovanni. Heutzutage steht niemand mehr auf dieses Zeug aus dem letzten Jahrtausend. Ja. Aber dumm, den ganzen Tag, ne? Ja. Da verblödet man doch. Da kann man halt Leute kennenlernen, deswegen gehe ich da hin. Ja, aber da kann man sich, da versteht man auch sein eigenes Wort nicht. Wie willst du dich da unterhalten können? Ich glaube manchmal, dass das eigentlich die Idee ist. Dass die Musik ist so laut, damit man sich nicht unterhalten kann. Da muss man sich halt küssen stattdessen, das glaube ich. Aha. Also ja, ich bin in Therapie gegangen, weil ich das Gefühl hatte, diese ja, in gewisser Hinsicht manchmal Dinge nicht einfach aussprechen zu können. Ich bin Basti und mach Party. Nochmal, gleich nach. Ich bin Basti und mach Party. Komm nochmal. Ich bin Basti und mach Party. Nochmal! Ich bin Basti und mach Party. Und wen lernt man kennen? Auf Partys? Ein Mädchen. Richtig. Ja. Na also, wer bist du? Ja. Na? Auch wenn ich manchmal mir nicht ganz sicher bin, ob wirklich jetzt jede einzelne Übung wirklich hilft, glaube ich, dass das alles in allem die richtige Richtung ist. Und also bin im Moment nicht unzufrieden mit dem Verlauf der Therapie. Stimmt es, dass Frauen, die Röcke tragen, es mehr wollen als Frauen, die Hosen tragen? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, nein. Und wieso haben die dann in der DDR mehr Röcke getragen? Tja, dann wollten sie diese Blue Jeans und die gab es nicht. Und ja, das war auch eine andere Zeit, da waren Röcke noch mehr in Mode als jetzt. Also ich wünschte auch, ich würde in einer Zeit leben, wo Frauen mehr Röcke tragen. Ja, in Schottland tragen ja auch die Männer Röcke. Ne? Mann, Opa, das ist wirklich nicht, was ich gemeint habe. Hast du denn überhaupt schon mal? Nee? Nur mit Fräulein Faust, ne? Fräulein Faust? Na, hier. Du meinst Goethe. Diese Pauschalantworten, glaube ich, das ist nicht so die richtige Herangehensweise. Ich möchte nicht sagen, eine Frau muss unbedingt diese und jene Merkmale haben und sie muss auch nicht Humor haben oder nett sein und sie muss auch nicht blond und blauig oder brünett sein oder große, kleine Lippen. Das finde ich alles nicht so wichtig, solange es nur eine Frau ist. I'm outrageous, so fancy free. Gonna make you stand up on your pretty little feet. I'm infamous, and I'm all you need. I'm the latest, oh baby please. So give it everything you got, just to believe, just to be free, just because. So give it everything you got, just to believe, just to be free, just because. I'm just gracious, the king of all you see. Gonna shine my light down on every little street. Bin eigentlich mit meiner Mutter aufgewachsen und mit meinem Opa abwechselnd, weil mein Vater schon sehr früh nicht mehr mit uns zusammengelebt hat. Und ja, ich bin Einzelkind, hat
hatte aber auch eine Zeit lang einige, also habe auch mit sozusagen Geschwister gehabt, das waren halt dann entferntere Verwandten, so Cousins, Cousinen, so in der Jugend. Und unsere Familie ist dann ansonsten vollkommen normal, so. Eigentlich wäre ich gern verliebt. Vorhin hast du mir mal was anderes erzählt. Also, das ist jetzt wahrscheinlich ehrlicher, ne? Dass du verliebt sein möchtest. Ich weiß nur nicht genau, wie ich es angehen soll. Ja, jetzt frage ich dich mal was. Wenn du ein junges Mädchen siehst, was dir so auf den ersten Blick gefällt, wo schaust du als erstes hin? Weiß ich nicht, auf die Schuhe oder so. Auf die Schuhe? Ja. So ein Schuhfetisch ist. Nein, ich versuche halt dann irgendwie mir so zu überlegen, was die so vielleicht für Musik hört und... Nein, ich meine jetzt vom Äußeren her. So. Augen, Figur. Ja, ich guck da viele schon. Gucken auf den Arsch. Ne? Eigentlich, das merke ich gar nicht so schön genau. Ist, aber ja, ich guck eigentlich oder auf, gar nicht. Auf die Brüste, auf die, wie sagt ihr heute, Titten, ne? Titten. Kennst du das Lied, Titten? Titten muss ich haben. Ich will das, glaube ich, nicht kennen, Opa. Auch ich musste, ist ja keiner hier im Moment. Titten muss sie haben, Alter. Titten muss sie haben. Opa. Titten sind meine Lust. Schöne, dicke Titten muss sie. Mein Gott. Das ist so am Biertisch. Ja. Das stimmt ja auch. Aber nebenbei bemerkt, das ist auch nicht das Wichtigste. Aber das ist natürlich, was auch ein Mann anspricht. Der eine mag sie ganz prall. Was ich nur nicht verstehen kann, ist, wie die Frauen sich heute die Dinger aufblasen lassen, so was Künstliches, das würde mir auch nicht gefallen. Nein, das eine ist auch gar nicht Naturbrust so ist. Aber das ist spannend, dass du diese Frage stellst, weil ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich gar nicht wirklich hingucke, weil ich will ja nicht, dass die merken, dass ich die angucke. Das denken die ja, dann sind das, dann bist du verklemmt. Nein, das ist ja, sonst denken die vielleicht, ich will was von denen oder so. Will ich auch. Ja, du willst ja auch, ja. Ich habe natürlich mal darüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht homosexuell sein könnte, aber bin zum Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Hallo, liebes Mädchen. Ich wünschte, ich wäre ein Friedchen. Dann hätten wir eine Höhle und eine kleine Töle und könnten zusammen buddeln. Wenn ich noch länger warten muss, dann kriege ich einen Samenerguss. Ich wünschte, du wärst hier, damit ich ihn nicht alleine hab. Dankeschön. Das war's? Das war's? Mhm. Ist ganz nett so eigentlich für den Anfang. Könnten aber auch nochmal Bowling probieren. Oder Go-Kart. Ich find's ziemlich cool hier. Go-Kart hab ich noch nicht gemacht. Ich find's ganz cool. Ist schon nett. So, ja, das ist auch anstrengend. Das macht man ganz lustig. Ist ein super Sport, aber ich wusste eigentlich gar nicht, ich dachte halt, dass, weißt du, so im Raum lernst halt nicht wirklich jemanden kennen. Dann nehmen wir zwei. Ein Sport ist kein Date. Ich hab halt gedacht, weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie einen Sport, so, wo man so eine dynamische Gruppe ist, weißt du? Wo man so halt. Mannschaftssport so. Vielleicht. Hast du gedacht, beim Squash rennt man zu zehnt übers Feld oder was? Keine
Ahnung, ich hab mir jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich will oft nicht in ein Schubfach gesteckt werden. Und wenn man mich in ein Schubfach stecken müsste, dann glaube ich, müsste man mich auf viele verschiedene Schubfächer verteilen. Auf welche Schubfächer? Kleine, große, verschachtelte Schubfächer. Mit Geheimfach oder ohne Geheimfach? Es gibt eine Menge Schubfächer mit Geheimfach und ich hätte bestimmt auch ich würde doch bestimmt in einigen Geheimfächern landen, aber... Sind die Schubfächer verschlossen? Gibt es dafür einen Schlüssel? Für manche Schubfächer gibt es einen Schlüssel, ja. Und bei den anderen? Für die anderen gibt es keinen Schlüssel. Ja. Willst du niemanden kennenlernen oder so? Ja. Man lernt immer Leute kennen, oder? Also man lernt doch dann am ehesten sowieso die Leute kennen, die man... Keine Ahnung. Je mehr Stress man sich macht, umso schwieriger wird's bloß. Und wenn halt, dann ja, und wenn nicht, dann nicht. Ich denke halt manchmal irgendwie, dass das mit dem Kennenlernen, dass man das können muss oder so. Weißt du? Einmal. Erzähl doch nicht mal. Du kennst doch das Sprichwort, auf jeden Dorf passt ein Deckel, oder? Ja, schon, aber ich glaube halt, man braucht da irgendwie so. Man muss das halt üben. Ich weiß, für dich Topf gibt's einen Deckel, für mich Topf gibt's irgendwo einen Deckel. Ich hab halt jetzt, ich geh jetzt in Therapie, um das zu lernen. Du gehst in Therapie. Ja. Du gehst in Therapie? Bist schon da gewesen ein paar Mal, oder was? Ja. Das ist echt... Das ist traurig, das ist wirklich traurig. Wieso? Wenn jemand in die Therapie muss, um jemanden kennenzulernen, das ist absolut traurig. Nee, echt jetzt. Wieso ist das traurig? Ja, weil ich leide schon Therapie, da lasse ich mich voll quatschen, bis ich irgendwann so gefühlsduselig bin, dass mich irgendjemand mag oder was. Was macht man sowas in der Therapie? Man redet so über, was man so macht. Na, halt, wie man Leute kennenlernt und so. Was hast du dann erzählt? Eine kurze Sitzung oder wie? Ey, irgendwie, die hat ja Schweigepflicht, der kann ich nicht, die erzähle ich das nicht. Ach so, also, alles klar. Okay.
Manchmal fühle ich mich ein bisschen wie so eine Batterie. Also so leer. Ich fühle mich selten wie eine volle Batterie. Ich fühle mich kurz vor dem Ende. Und ich fühle mich nicht wieder aufladbar. Ich glaube, wenn man Menschen so unterscheiden würde in Batterien und Akkus, dann bin ich eine Batterie. Alle anderen sind Akkus. Vielleicht bin ich auch ein Akku, aber ich glaube, mir fehlt die Ladestation. Hey, Süße. Wie wär's denn mit uns zwei? Nicht gut? Hallo, sag mal, glaubst du, hier ist ein Flughafen in der Nähe? Weil ich glaube, ich habe Flugzeuge im Bauch. Du, sag mal, wie heißt denn du? ja. Mehr fällt dir nicht ein? Hast du eine Telefonnummer? Weil ich habe meine verloren. Bin ich hier im Himmel? Weil ich glaube, du musst ein Engel sein. Hey, du hast echt ein schönes Kleid. Würde ich gerne mal sehen, wie das auf dem Fußboden von meinem Schlafzimmer aussieht. Hey du, ich glaube, ich rufe jetzt die Bullen, weil du bist so hübsch. Das ist fast kriminell. Der klappt manchmal. Also, ich hat einen Freund erzählt. Hallo, du. Sag mal, das FBI versucht, meinen Schwanz zu klauen. Ich brauche einen Ort, um ihn zu verstecken. Kannst du mir helfen? Auf der Suche nach dem richtigen Spruch und ich weiß nicht, wo der herkommen soll oder wo der ist oder was, also was der sagt. Ist das, also, ich kann mir leicht nicht helfen. Und eigentlich habe ich gedacht, da könnten Sie mir vielleicht helfen. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich weiß, was sie da tut oder ob sie einfach nur das Geld von der Krankenkasse kassiert, während sie mit mir Zeit verschwendet. Also, gut, natürlich kann so eine Entspannungsübung auch mal irgendwie tatsächlich entspannen, aber in gewisser Hinsicht kann ich das auch alleine machen und wenn ich mir dabei albern vorkomme, dann bin ich nicht sicher, ob das Ziel der Übung ist. Ich glaube, sie versucht mich in eine Richtung zu formen, die vielleicht dem weitest verbreitetsten Wertesystem der Gesellschaft entspricht, aber eine gewisse Art und Weise nicht mehr meine Individualität zulässt. Und hören Sie auf, mir immer zu sagen, wie ich sein soll. Oder was? Wir haben noch ausgemacht, du hast den Schlüssel nur für Notfälle. Ja, ist ein Notfall, wenn ich so laut. Ich hab gesagt, klingeln, wenn du kommst. Aber Junge, ich komme unten ins Haus rein und das ist laut. Ich höre deinen Sender und ich dachte, das ist der Nachbar da unten. Das geht nicht, du kannst hier nicht so laut rummachen mit dem Fernseher, Junge. Die schmeißen uns hier noch raus. Also wenn das Mama wäre und das Papa, haben sie vielleicht so geküsst. Hast du die jetzt da oder nicht? Kannst du mir jetzt ausdrucken? Nee, Mama. Ich kann die jetzt nicht ausdrucken. Wieso kannst du die nicht ausdrucken? Ich hab die da, aber meine Tintenpatrone ist leer. Ich kann die heute nicht geben. Och, Basti. Ja. Mensch. Aber. Sag mal, träumst du? Ja. Nein. Komm doch endlich mal auf den Boden an, Junge. Ja, Opa geht's auch gut. Letztes Mal vorgestern habe ich ihn besucht. Hat nach dir gefragt. Hat nach mir gefragt? Wieso? Na, nur, wie es dir geht und so.
Ich muss jetzt wirklich los. Du solltest dir mal eine Freundin anschaffen. Wird es hier ein bisschen anders aussehen. Übrigens, bis Dienstag. Denk bitte dran, bis Dienstag möchte ich diese Unterlagen haben. Okay. Ciao, ciao. Mama. Was denn? Ach. Warum kannst du nicht mal ein bisschen länger bleiben? Basti, ich bin müde. Ich bin nach Hause. Ich muss was essen. Hör auf zu ningeln. Hör auf zu ningeln. Den Ton kann ich überhaupt nicht vertragen. Ich bin so müde, so furchtbar mit Schlaf. Mama! Nein, ich fahre hier gleich um. So müde bin ich. Ich bin fertig. Ich bin echt fertig. Basti, wir machen uns einen anderen Tag. Mama! Ich glaube, du liebst mich gar nicht. Ach Quatsch, erzähl nicht so Blödsinn. Wir machen uns einen anderen Tag aus und da treffen wir uns und da haben wir Zeit miteinander. Jetzt haben wir keine Zeit. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich hab dich ganz doll lieb. Hatten die bei dir mehr große oder mehr kleine Titten? Na, das war unterschiedlich. Das war sehr unterschiedlich. Von Natur aus sind die heute auch noch unterschiedlich. Es gibt eine wohlgeformte, schöne Brust. Es muss auch zum Rest des Körpers passen. Es gibt ja diese Rubens-Modelle, die hier solche Ballermänner haben. Ne? Ja. Dann gibt es die sportlichen Typen, die also sehr schlanker sind. Die haben so eine kleine, festere Brust haben. Das ist natürlich auch was. Woran erkennt man denn eine gute Brust? Also ich weiß ja heutzutage manchmal... Alle das muss man am besten erfühlen, Junge. Erfühlen, mit der Hand fühlen. Früher hat man gesagt, mehr als eine Handvoll ist eine Schweinerei, aber... Opa ist eine geile Sau. Also mein Opa ist eine geile Sau. Von dem, was er erzählt, glaube ich einfach, darauf schließen zu können, dass er so ein sehr gelebtes Leben hatte. Also, dass sein Leben eigentlich erfüllt war und dafür bewundere und respektiere ich ihn sehr und glaube deswegen auch viel von ihm lernen zu können. Na, ich meine, nee, man sitzt ja auch mal an der Bar oder irgendwo in der Ecke und was sag ich ihm da? Naja, dann sagst du, möchtest dich mal mit ihr allein unterhalten, dann sucht ihr euch mal irgendwo, wo es ein bisschen schwummrig ist, nicht? Ich kann doch nicht zu einer Mädchen gehen und sagen, hallo, ich möchte mich mal allein mit dir unterhalten. Ja, du sagst, hier ist es zu laut oder irgendwas wird dir da wo einfallen. Aber ich kann auch nicht zu einem fremden Mädchen gehen und sagen, entschuldige mal, hier ist es zu laut. Ja, dann sagst du, du bist schon ein paar Mal hier gewesen, hast dich nicht getraut. Das ist immer gut, das kommt immer gut an, wenn man erst sagt, man hat sich nicht getraut. Das finden die süß, sagt ihr ja heute immer, der ist süß. Nicht? So heißt es doch immer, ach Gott, ist der süß. Ja, ich will aber nicht süß sein. Ich will stark sein. Naja, das kommt dann erst. Erst musst du süß sein. Erst süß. Ja. Ich glaube, Opa träumt immer noch von dicken Titten, wie er es so sagt. Ich glaube, er träumt immer noch von diesen ganzen Frauengeschichten. Also Opa hat eine Menge Frauengeschichten erlebt, glaube ich. Also vor Oma und also irritierenderweise jetzt auch nach Oma. Hallo. Was machst denn du hier? Das ist schon scheiße, was du jetzt machst. Okay, ja.
verstehe. Das ist zu direkt. Ach so. Du musst vorsichtig nachfragen, ob du sie störst, ob du hier Platz nehmen darfst. Okay. Fangen wir mal von vorne. Ja. Entschuldigung, störe ich? Oder soll ich mich hinsetzen vielleicht? Entschuldigung, störe ich oder soll ich mich hinsetzen? Was ist denn das für eine blöde Frage? Ich weiß auch nicht, das hast du gesagt. So habe ich das nicht gesagt. Bist du öfter hier? Sie sind hier öfter hier? Nicht sehr oft. Ich auch nicht. Also haben wir eine Menge gemeinsam. Na, wenn Sie es so sehen, dann schon. Ja. Ja. Er muss nicht dann so. Das war schon gut, aber du musst dann nicht so albern lachen. Ich war verlegen. Du willst mich ficken, ne? Nicht so leicht zu durchschauen. Sowas gibt's auch. Ach, gibt's auch. Sowas gibt's auch. Wie finde ich die? Diese? Vorhin hast du mir erzählt, du willst was Tieferes empfinden. Und jetzt sagst du wieder, wo finde ich die? Ach, ich weiß jetzt auch nicht. Jetzt hast du deinen sturen Tunnelblick nur aufs Ficken ausgerichtet. Nein, ich will ja beides, aber ich bin ja leicht zu ködern mit sowas. Ja. Du hast mich ausgetrickst, oder? Und ich will jetzt erst bei den komplizierteren üben. Cool. Opa ist für mich sowas wie mein Vater. Manchmal denke ich, glaube ich sogar, Opa ist mein Vater. Also jetzt nicht biologisch, aber ich nehme ihn als meinen Vater wahr. Ich hoffe manchmal sogar, insgeheim ein bisschen irgendwann so werden zu können wie Opa in dieser Frauengeschichte. Überraschung. Ja, cool. Danke. Ja. Na, was machst du? Nicht so viel, Gott. Ja. Ja, danke dir. Hast du einen neuen Film geholt? Ja, ne, war mal wieder Zeit einfach. Lange nichts Neues mehr geguckt, dachte ich mir. Hol ich mir ein paar. Kannst du dir dann auch irgendwann. Naja, ist egal. Obermoment, wenn du Lust hast. Ja. Ja, hol doch mal Gläser. Du, Gläser sind. Ich hab, glaube ich, bloß noch die zwei hier gerade am Start. Mhm. Ich bin Lara. Hi, Basti. Hi, Basti. Du hast gleich erzählt, dass noch jemand kommt. Kannst du dir ausleihen, wenn du Lust hast? Kannst du mal drüber nehmen und dann. Schauen. Ja, was macht ihr jetzt noch? Gerade gekocht, aber nicht so viel eingekauft, also ist halt so irgendwie. Ja. Ja, reicht gerade so für zwei. Ja, wenn du Bock hast, nimm dir ruhig die Filme mit, bringst mir einfach bis zur Woche oder so rum. Ist nicht so. Kann ich, glaube ich, schon. Willst du was trinken? Nee, geht, danke. Ja. Ich habe bis zum zwei mitgebracht. Woher kennt ihr euch? Noch nicht lange. Also ja. Klar, ja. So. Ja, alles gut. Ey, ich will auch gar nicht länger stören und so. Nee, tust du ja nicht, aber. Nee. Schon. Ja, okay. Nimm dir ruhig einen Film mit, wenn du willst. Ja, ich. Vielleicht. Ja, kann ich dir einfach mit, bringst du mir nächste Woche rum oder so beim Squash oder so. Nächste Mal oder so. Ich würde sagen, hey, genau. Wir sehen uns. Sowieso. Okay. Soll ich dich noch zur Tür bringen oder?
Ist schon okay. Mach's gut. Hier. Ja, nee, nee, nee. Ja, halt ruhig. Guten zum Essen. Ja, schon. Komm, schon das muss gutes, gutes Bier. Bis bald. Ja. Also ich habe in den letzten Tagen viel über mich gelernt und ich glaube, dass ich jetzt so weit bin, um einfach zu sagen, dass ich etwas ändern möchte. Und ich fange jetzt damit an. Ja, vielleicht finde ich eine nette. Ansprechen. Ich denke mir halt immer irgendwie, es laufen so viele nette Menschen rum. Damit meine ich jetzt Mädchen. Und ja, manchmal hast du halt Blickkontakt oder nicht, aber ich frage mich, warum kann man nicht einfach jemanden ansprechen? Also es muss doch erlaubt sein. Also, hast du eine Taktik? Ich habe mir gedacht, ich versuche es einfach so ehrlich wie möglich. Warum soll ich einen Vorwand haben? So. Einfach ansprechen und mein Bedürfnis äußern. Das machen wir jetzt. Entschuldigung, ja? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Ja, und zwar, ich brauche gerade ganz dringend eine Freundin und da habe ich gedacht, spreche ich dich mal an. Und ja, wollte fragen, ob du einen Freund hast. Hier. Ja, tschüss. Sag mal, hast du einen Freund? Ja. Weil, oh, das ist jetzt doof. Sag mal, hast du eigentlich einen Freund? Hast du einen Freund? Was spinnst du? Erotisch musst du sie ansehen, dass du sie begehrst, aber nicht wie ein Steak. Wie guck ich denn erotisch? Naja, nur, du musst dir was dabei denken. Ja, was Erotisches. Was Erotisches, dass du sie begehrst. Das muss sie in deinen Augen sehen, dass du sie wunderbar findest. Wunderbar, wunderbar. Woran denkst du, wenn du erotisch gucken willst? Jetzt gucke ich nicht mehr erotisch. Also, früher habe ich, das kommt von allein, das ist die Mentalität. Du musst da auch was geerbt haben von mir. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich diese Mentalität. Ach, natürlich hast du die. Jeder hat die. Ist bloß im Verborgenen. Glaub mir's. Ist aber auch schwierig mit dir. Ach, ich weiß. Mir rutschen die Hosen. Nein, wir kriegen das schon hin. Ach ja. Titten muss sie haben. Titten sind meine Last. Lange, lange Haare. Entschuldigung, sag mal, darf ich dir eine Frage stellen? Und zwar, sag mal, hast du einen Freund? Weil ich brauche ganz dringend eine Freundin. Okay, etwas ungewöhnlich. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, ich spreche dich mal an. Ja. Also ich habe keinen Freund, aber... Okay, das ist doch schon mal super. Aber du willst einfach nur eine Freundin? Ja, irgendeine ist jetzt nicht so wichtig. Okay, das ist jetzt nicht so schmeichelhaft für mich, oder? Nee, doch, also ich habe da jetzt schon kompliziertere Kriterien, dass ich nehme jetzt nicht irgendeine, aber ja, die erfüllst du natürlich, ja, genau. Ja, wie sieht's denn aus? Willst du mit mir gehen? Ja.
wäre ganz gerne ein Schaf. Also ein Skorpionschaf. Ich weiß, Schaf ist jetzt kein Sternzeichen, vor allem jetzt nicht so im westlichen Kalender. Aber ich hätte gerne so dieses Weiche von einem Schaf mit diesem giftigen Stachel von einem Skorpion, den ich aber jetzt nicht oft verwenden würde. Also bestimmt nicht jetzt irgendwie, um jemanden bewusst zu verletzen, aber naja, so zur Verteidigung, glaube ich. Weil ein Schaf will man manchmal vielleicht auch angreifen, wenn man ein Wolf ist. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Schafe. Tried to find my way back, but the landscape has changed, and now I'm miles away from where I belong. And now the song gets low. I'm just a face.